In der Zahnmedizin spielen Zahnkronen eine wichtige Rolle, um beschädigte Zähne zu reparieren und ihre Funktionalität wiederherzustellen. Die Herstellung von Zahnkronen ist eine Kunst, die Präzision und Fachkenntnisse erfordert. In diesem Video werden wir den Prozess der Herstellung von Zahnkronen von der Vorbereitung bis zum Einsetzen genau betrachten. 1. Vorbereitung des Zahnarztes. Bevor die eigentliche Herstellung der Zahnkrone beginnen kann, muss der Zahnarzt zu einer CHSD eine GAA-1/4-ländliche Untersuchung des beschädigten Zahns durchführen. Dabei wird der Zahn auf eventuelle Karies und andere Schäden A¼-BERPRA¼-FT. Falls notwendig, wird der Zahn zuerst behandelt, um eine stabile Grundlage FA¼-R die Zahnkrone zu schaffen. 2. Abdrucknahme. Nachdem der Zahnarzt den Zustand des Zahns beurteilt hat, wird ein Abdruck des Zahns genommen. Dieser Abdruck wird verwendet, um eine maigeschneiderte Zahnkrone herzustellen, die perfekt auf den Zahn passt. Die Abdrucknahme erfolgt entweder digital oder mit traditionellen Abdruckmaterialien. 3. Farbabstimmung. Eine wichtige Phase bei der Herstellung von Zahnkronen ist die Farbabstimmung. Die Zahnkrone soll sich nahtlos in das ¼-riche Gebiss des Patienten ¼ gehen und daher muss die Farbe der Zahnkrone genau auf die Farbe der benachbarten Zähne abgestimmt werden. In einigen Fällen wird der Zahnarzt den Patienten bitten, an einer Farbabstimmung teilzunehmen, um sicherzustellen, dass die Zahnkrone perfekt passt. 4. Anfertigung der Zahnkrone. Nachdem der Abdruck genommen und die Farbe abgestimmt wurde, wird die Zahnkrone im Labor hergestellt. Traditionell wurden Zahnkronen aus Metalllegierungen wie Gold hergestellt, heute werden jedoch oft modernere Materialien wie Keramik oder Zirkonoxid verwendet. Diese Materialien sind ästhetisch ansprechender und ermöglichen eine präzisere Passform. 5. Anpassung und Einsetzen der Zahnkrone. Wenn die Zahnkrone fertiggestellt ist, wird sie vom Zahnarzt auf ihre Passform A¼-BERPRA¼-FT. Falls nötig, wird die Zahnkrone angepasst, um sicherzustellen, dass sie perfekt auf den Zahn passt. Anschließend wird die Zahnkrone mit einem speziellen Klebstoff auf dem Zahn befestigt. Der Zahnarzt wird sicherstellen, dass die Zahnkrone richtig sitzt und der Biss des Patienten korrekt ist. 6. Nachsorge. Nach dem Einsetzen der Zahnkrone ist es wichtig, regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Zahnkrone ordnungsgemäß funktioniert und sich keine Probleme entwickeln. Mit einer guten Mundhygiene und regelmäßigen Besuchen beim Zahnarzt kann die Zahnkrone viele Jahre lang halten. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass die Herstellung von Zahnkronen eine Kunst ist, die Präzision und Fachkenntnisse erfordert. Vom ersten Schritt der Vorbereitung bis zum Einsetzen der Zahnkrone ist es wichtig, dass jeder Schritt sorgfältig durchgeführt wird, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Mit modernen Materialien und Techniken ist es heutzutage möglich, Zahnkronen herzustellen, die nicht nur funktional sind, sondern auch ästhetisch ansprechend wirken. Wenn Sie Probleme mit beschädigten Zähnen haben, sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen, um herauszufinden, ob eine Zahnkrone die richtige Lassung FA¼-R sie ist.